Tutut, wir sind zurück bei Railway Empire 2 mit Journey to the East. Waka hat gesagt, läuft der Käse eventuell mit unter Milchprodukte und die Trauben mit unter Obst. Ich wage es sehr zu bezweifeln, denn vorher hieß es ja nicht Käse, sondern es hieß sogar Milchprodukte. Und vorher hieß es auch nicht Apfel, es war ja ein Apfelsymbol, sondern es hieß einfach Obst. Ich gehe davon aus, dass die es einfach vergessen haben. Und inwiefern sie es vergessen haben, weiß ich halt jetzt gerade nicht. Und das müsste man mal ausprobieren. Wenn wir mal ein bisschen Zeit für Experimente haben, können wir es gerne so mal machen. Vielleicht kommt auch irgendwann nochmal ein Hotfix oder so, wo das drin steht. Bis dahin würde ich es erstmal rauslassen. Ich gehe stark davon aus, weil dann ist auch die Frage, sind Oliven mit dem Kühltransport zu liefern, ja oder nein? Es ist schwierig, es ist schwierig. Funem sagt, Kesgemet heißt auch heute noch so und liegt an der Strecke Budapest-Szeged. Ich kann diese Sachen nicht aussprechen. Vielen Dank fürs Nachschauen, mein lieber Funem, oder vielleicht weißt du es sogar. Funem sagt außerdem, abgesehen von Honig nach Kesgemet, würde ich mir eine Expressroute Pressburg-Budapest-Kesgemet wünschen. Denn mit Umsteigebahnhöfen hinter Kesgemet, mit Restaurants, Hotels, könntest du kleinere Städte, die auch etwas abseits der Mainlinie liegen, mit Personenzügen versorgen und einen späteren durchlaufenden Luxuszug versorgen. In der Gegenrichtung nach Wien erwarte ich auch gute Zusteigungen. Ich habe auf der USA-Gesamtkarte mit Umsteigebahnhöfen außerhalb großer Städte gute Erfolge erzielt. Nur so als Anregung an meinen Lieblingstycoon gemeint. Vielen Dank für diese Anregung. Wir werden gleich mal schauen, was sich da machen lässt. Sven schreibt, dass er gerne die Musik ein bisschen leiser gehabt hätte. Ich habe jetzt die Musik ein bisschen leiser gemacht, also ein ganzes Stück leiser. Die war vorher bei 80%, jetzt ist sie bei 40%. Und ich habe die Effekte lauter gemacht, also von 60% auf 70%. Sagt gerne mal Bescheid, ob ihr es so besser findet als vorher. Und Zoggen war Erster. GG, mein lieber Zoggen. Schön, dass ihr alle da seid und schön, dass wir hier weitermachen können bei Railway Empire 2. Und wir haben viel vor uns, denn auf der Aufgabenliste sehen wir, wir müssen 32 Millionen erreichen. Wenn wir das erreichen wollen, müssen wir jetzt ordentlich noch Strecken raufsetzen auf unsere Linien. Und da ist mir tatsächlich was aufgefallen. Schaut mal. Wenn wir jetzt hier reinschauen in diesen Bahnhof, da liegt ganz schön viel rum. Und dann haben wir hier sogar ein Ausrufezeichen, dass es viel zu lange rumliegt. Und hier oben sieht es sogar noch schlimmer aus. Schaut euch das an. Wir können mehrere Züge hier raufsetzen auf diese Linie. Das ist richtig stark. Das Einzige, was sein könnte, ist, dass diese Wartungsbahnhöfe dann ein bisschen volllaufen. Das könnte tatsächlich ein Problem werden. Und aus diesem Grund müssten wir dann mal schauen, ob wir die viergleisig machen. Das würde jeweils 100.000 kosten. Aber macht, glaube ich, bei den Wartungsbahnhöfen viel Sinn. Aber auch hier könnte das Sinn ergeben, weitere Züge auf weiteren Gleisen zu transportieren. Kostet halt immer 100.000 pro Bahnhof für ein weiteres Gleis. Wir schauen gleich mal, ob es Stau gibt. Wenn es Stau gibt, müssen wir das erweitern. Erstmal erweitern wir die Strecken. Hier, würde ich sagen, reicht ein weiterer Zug. Ja, in beide Richtungen. Das heißt, wir schnappen uns alles nach Pressburg und sagen, haben wir einen zweiten Zug drauf. Wir schnappen uns alles nach Wien und hauen auch hier einen zweiten Zug drauf. Und das ist natürlich großartig, weil die machen ja hier schon 2000 und 7000 Gewinn. Das verdoppelt sich dann wahrscheinlich. Und selbst wenn wir hier nur bei 5000, hier bei 10.000 landen, ist das auch schon richtig gut. Also, mehr Züge auf so eine Strecke zu bringen, kann schon sehr hilfreich sein. Hier würde ich auch fast sagen, lass uns hier die Routen verdoppeln. Hat aber die Besonderheit, dass wir hier schon zwei Züge fahren haben. Ich würde hier vier Züge raufsetzen. Lass uns das mal versuchen. Wenn das klappt, dann machen wir richtig viel Geld damit.
Könnte aber wirklich sein, dass wir Probleme haben, was die Gleise angeht. Also, dass wir da einen Stau haben, insbesondere auch beim Wartungsbahnhof. Da müssen wir wirklich drauf achten. Und eventuell müssten wir dann hier ja wirklich uns viergleisig unterstützen. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir das hinbekommen. Aber das bringt schon mal sehr viel. Dann schauen wir mal, wie es denn eigentlich mit den Trauben und so weiter aussieht. Also wir werden jetzt erstmal die bestehenden Routen nochmal optimieren, weil da läuft bereits die Kohle. Da holen wir schon mal richtig viel Geld raus. Die neuen Strecken, die werden am Anfang nicht ganz so profitabel sein. Deswegen versuchen wir erstmal die bestehenden Strecken nochmal zu optimieren, weil wir da auf kurz oder lang richtig schnell richtig viel Geld rausholen können. Wie viel Trauben werden denn verlangt in beispielsweise Wien? 2 pro Woche. Und in Pressburg? 6 pro Woche. Alles klar. Dann müssen wir dich noch einmal hochsetzen. Können wir uns nicht leisten? Können wir uns einen Kredit aufnehmen? Nein. 491.000. Aber bevor das soweit ist, können wir auch einen zweiten Zug hier raufsetzen. Beziehungsweise einen dritten. 2 sollten ja schon fahren. Ja. Vielleicht sogar einen dritten und einen vierten. Jetzt sehen wir beim Problem. Schaut mal. Dieser Zug hat nur 4 Trauben dabei. Das könnte daran liegen. Ja. Das könnte daran liegen, dass das hier im Lager nicht abtransportiert wurde. Und dass deshalb nicht genügend Trauben mitgenommen werden, obwohl sie nachgefragt werden. Wir schauen uns diesen Zug hier einmal an. Bist du voll besetzt? Ja, du wirst voll besetzt. Schauen uns jetzt den anderen Zug an. Wirst auch du voll besetzt? Nein, wird er nicht. Deswegen macht das hier erstmal keinen Sinn, hier rein zu investieren. Okay. Kühe, wie sieht's hier aus? Also, wir haben eine Fleischindustrie, wir brauchen 12 Kühe. Und bringen wir genügend Kühe? Scheint der Fall zu sein, oder? Scheint der Fall zu sein, 100%. Getreide ist so ein Problem. Ja, da haben wir jetzt mehr Züge drauf, das könnte passen. Wir brauchen 6 Getreide hier, wir haben ja auch hier Brot. Und 2 Getreide hier, also 8 Getreide, könnte hier in der Theorie hergestellt werden. Wie viel Getreide bringen wir denn rein nach Pressburg? Mit diesem Zug. Schauen wir uns mal an. Bilanz. Du bringst 8 mal rein und brauchst dafür 13,3 Tage. Ja, eigentlich brauchen wir dann hier einen zweiten Zug, nicht wahr? Weil wir verbrauchen 8 die Woche und er kann 8 alle 2 Wochen liefern. Dann bauen wir mal ein zweites Gleis drauf. Hier ist natürlich eine dicke Engstelle, wo viele Gleise, also wir haben hier 6 Gleise, sich auf 2 Gleise verengen. Das ist natürlich ein Problem, was wir irgendwann mal lösen müssen. Momentan achten wir natürlich aufs Geld. Deswegen lösen wir das noch nicht. Und wo wartest du dich eigentlich immer? In Pressburg? Nee. Du wirst dich ab jetzt hier warten. Weil mir das sonst... Nee. Das ist mir sonst zu eng hier, wenn wir dann noch einen Zug draufsetzen. Also, wir gucken nochmal ganz kurz. Du wirst voll beladen, oder? Ja, jetzt wird er gewartet. Gucken wir gleich mal, ob er voll beladen wird. Falls ja, setzen wir einen zweiten noch drauf. Ja. Wie wir uns gedacht haben. Und dann setzen wir einen zweiten Zug rauf. Okay, sehr schön.
Wie sieht's hier mit den Lagern aus? Werden leerer. Kommen auch ordentlich Geld hier rein. Hier sieht's ein bisschen schwieriger aus. Aber hier haben wir jetzt auch schon den ersten Stau. Na, so richtig staut es sich noch nicht, aber es ist... Es ist tatsächlich schon eine enge Sache. Also hier wartet er schon. Wenn einer mal kurz wartet, ist das ja schon in Ordnung. Aber da wartet er schon ein bisschen länger. Ja, nee, nee. Das geht so nicht. Da brauchen wir hier die Viererweiche. Anders geht's nicht, meine Lieben. Anders geht es nicht, sonst haben wir hier einen dicken Stau. Also, Viererweiche wird gebaut. Dann muss aber erstmal hier abgerissen werden, und zwar die Strecke zum Wartungsbahnhof. Damit wir jetzt erstmal den Viererweichenkopf bauen können. Zack. Die andere Seite auch. So. Haben wir einmal 100.000 hier rein investiert, aber ich glaube 100.000, um Stau zu verhindern, ist ein ganz gutes Investment. Ich glaube, das ist okay. Und dann... Gehen wir natürlich hier rein. In den Wartungsbahnhof. Was wäre noch cooler, wenn wir das hier hinbekämen? Zwei Prozent Steigung. Drei Prozent Steigung. Wir brauchen hier schon die 2%. Halbwegs parallel. Dann hoffe ich, dass der Wartungsbahnhof nicht überfüllt wird und wir hier nicht in die Viererweiche rein müssen. Aber es wird sich noch zeigen, natürlich. Und dann können sich nämlich die Züge, die hier reinkommen, auf diesen vier Gleisen hier B und entladen. Ich glaube, hier unten ist es bitter notwendig. Die Frage ist halt nur, wie es in Wien selber ist. Wobei hier natürlich mehr ankommen, weil die kommen sowohl von Wien an, als auch von Pressburg. Also hier ist halt die doppelte Spannung drauf. Deswegen werden wir es wahrscheinlich nur hier haben müssen. Okay, das könnte schon ordentlich was geholfen haben. Also Getreide haben wir erhöht. Wie sieht es denn mit Stoff aus? Stoff. Hier brauchen wir wie viel Stoff? Ein. In Wien brauchen wir wie viel Stoff? Drei. Wie viel Stoff produzieren wir? Vier. Passt genau. Sind wir bereits bei 8. Kommt denn genügend Wolle an? Ist die Frage. Sieht erstmal ganz gut aus. Wo ist denn der Wollzug? Kann ich dich einmal kurz sehen? Ich möchte dich einmal kurz begutachten, mein Freund. Na komm. Hier. Du bist 23 Tage unterwegs. Das heißt, du transportierst
8 durch 3. 8 durch 3 sind 2,7 und nicht 4. Dann bekommst du auch nochmal einen zweiten. Gucken wir mal, wie teuer das werden würde. ...191.000. Könnten dann aber hier auch Salz anschließen. Ja, machen wir. Fürs Salz. Man kann Salz hier durchfahren. ...70 Stundenkilometer. Geht gerade nicht anders. So. So. Da war noch ein Fehler. Ja, das sieht ganz gut aus. Gut, dann haben wir nochmal einen zweiten Vollzug drauf. Wir brauchen gerade keinen zweiten Vollzug, sondern nur einen halben weiteren. Sollte aber trotzdem reichen, dass wir hier im positiven Bereich sind. Und bringt uns natürlich dann auch die Möglichkeit, genügend Stoff zu produzieren, was dann in die Mode fließen kann. Apropos Mode, wie viel Mode brauchen wir? Wie viel produzieren wir? Wir brauchen 1, wir produzieren 1,6. Ja, dann brauchen wir eh mehr, oder? Ja, wir brauchen mehr Mode. Das heißt, wir müssten eigentlich die Modeindustrie... ...upgraden. 2 produzieren wir, 1, nee, wir produzieren genug. Wir produzieren genug, ah okay, aber es kommt nicht genug Stoff an und deswegen alles klar. Nee, ist alles in Ordnung. Das ist alles in Ordnung. Ja, ich glaube, dann haben wir die wichtigsten Sachen gegengecheckt. Ich gucke nochmal ganz kurz, fehlt hier irgendetwas? Ja... Aber nichts von Belang großartig. Okay. Wien sieht soweit gut aus. Pressburg. Wie geht's dir? Trauben sollten wir aber gelöst haben. Beziehungsweise kommt da später noch ein Zug drauf, aber der ist noch nicht nötig. Brot ist ein Problem. Haben wir aber einen weiteren Getreidezug gesetzt. 1,5 Bedarf an Brot. Wie viel Bedarf an Brot haben wir hier? 1,5. 3 Bedarf haben wir also. Und 4 wird hergestellt. Werden genügend Getreide da. Wäre alles klar. Gut, dann haben wir tatsächlich alles. Sehr schön. Hier unten wird noch alles gut sein. Klar, dieser Zug hat noch so seine Probleme. Klar, kann noch nicht so viel ausliefern. Das ist erstmal so. Wir gucken nochmal in die Forschung rein, ob wir irgendwas machen können, was uns gerade weiterhilft. Transporterlös durch Postsäcke erhöhen. Wir könnten Novisat mit Osijek verbinden, mit einer Mixroute, damit sich Brot und Wein austauschen kann. Ein neuer Bahnhof, weil das hier ist ja ein Expressbahnhof. Ja, ein neuer Bahnhof. Und dann tauschen die Brot und Wein aus. Das kann relativ einfach
vonstatten gehen, dann können wir auch Trauben liefern über Novi Sad nach Osijek und Getreide nach Novi Sad. Das ist relativ einfach. Und dann kümmern wir uns zeitnah um Keskmet. Ja, ich glaube, das machen wir. Lassen wir schon weiterlaufen. Bahnhof Nummer 1. Bahnhof Nummer 2. Und das wird eine Mixroute. Also auch Passagiere. Das heißt, sie können auch von Osijek dann nach Novi Sad gehen über die Umsteigemöglichkeiten. Funim hatte ja auch gesagt, wir könnten hier noch eine Strecke bauen, dass wir von Keskemet weitergehen. Das finde ich auch wichtig. Aber hier weitergehen ist auch sicherlich sinnvoll. Aber da können wir ruhig mit Mixrouten dann arbeiten, auch dann von Novi Sad bis dahin. Das sind jetzt nicht so prädestinierte Expressstrecken, gerade weil die auch so kurz sind. Wir lassen weiterlaufen, damit Geld reinkommt und planen schon mal die Strecke. Denn eins ist sicher, eine Brücke für 1 Million bauen wir hier sicherlich nicht. Und versuchen uns hier so weit runter zu graben, wie es nur geht. Wir sollten auch ein bisschen auf die Steigung achten. Wenn es eine Mixroute ist, soll die ja trotzdem schnell werden. Die Brücke wird trotzdem unfassbar teuer. Aber wir brauchen ja eh eine Brücke, um Keskemet zu verbinden. Und hier will er einen Tunnel bauen. Das möchte ich natürlich nicht. Das können wir verhindern. Die Strecke kostet 533.000. 511.000 runter machen, wenn wir ein bisschen weniger Erdarbeiten machen. Schaffen es auf 498.000. Schema wieder auf Kredite. Bringt erstmal nichts. Deutsche Bahn hat das größte Netz. Liegt aber auch daran, dass hier die Konkurrenz quasi pennt. Macht gar nichts. Wir hatten 3 Konkurrenten eingestellt. Ein Konkurrent ist erst gar nicht aufgetaucht. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Ob der noch irgendwann kommt? Der müsste eigentlich da sein, oder? Ja, wir haben ja auch 3 eingestellt. Hier, Barty Shiloh. Hat zwar einen hohen Unternehmenswert, aber hat noch nichts gebaut. Umso günstiger werden sie dann später für uns anzuschließen. Wir haben hier eine Anschlussprämie von 230.000 auf Trauben. Dann beenden wir dieses Projekt. Bauen einen Bahnhof, der Trauben und Getreide bringt. Und sacken wir die Anschlussprämie ein und können dann die andere Route bauen. Wollen wir 100.000 ausgeben für ein Doppelgleis? Wir haben ja die Anschlussprämie. Können wir uns das mal gönnen. Schon mal ein bisschen schick zu bauen. Ausnahmsweise mal. Weichenkopf. Hier kommt auch ein Weichenkopf hin. Richtung haben wir schon eingestellt. Und dann schicken wir einen Zug von hier nach dort. Das Ganze ist Getreide, Trauben nach Novi Sad.
Das macht eine PLM 4D. Und ab geht die wilde Fahrt. Gewartet wird in Novi Sad. Denn da kann auch dann der Mixzug warten. Wir dürfen gern immer warten. Hier wird dann später auch noch eine Lagerhalle entstehen, um dann Trauben, Honig und Getreide nach Osijek weiterzuliefern. Quartalsbericht, wir haben wirklich ein starkes Plus gemacht. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung, hier erstmal die bestehenden Routen nochmal ein bisschen abzugraden. Weil wir relativ einfach so es geschafft haben, nochmal ein bisschen Geld rauszupressen. Und hier haben wir auch tatsächlich keinen Stau mehr. Ja, manche Züge sind nicht ganz voll, aber lieber so, als dass wir irgendwie einen Stau haben. Jetzt würde mich mal interessieren, wie es dem Traubenzug geht. Anschlussprämie bekommen. Ups. Zentrieren wollte ich dich. So, der andere hatte 8 beladen. Wirst du jetzt auch 8 beladen? Jetzt hast du eine Panne. Weil eigentlich müsstest du jetzt mal mehr mitnehmen. Die Frage ist, ist das jetzt repräsentativ, weil der hat jetzt eine Panne? Wir müssen den danach nochmal gegenchecken. Also der hat jetzt 8 mitgenommen, war aber nicht repräsentativ. Die Frage ist, ob er jetzt 8 mitnimmt. Ja, jetzt können wir hier einen weiteren Zug draufsetzen. Endlich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann bauen wir nochmal die Route, die wir eben geplant hatten. Also hier sind wir jetzt schon zweigleisig unterwegs. Können wir auch zweigleisig rausgehen und den Weichenkopf schon mal setzen. Auf jeden Fall Sinn. Dieser Honig wird viel geliefert werden. Das zu kaufen wird auch Sinn ergeben, aber die 360.000 jetzt auszugeben, ob das Sinn machen würde, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, weiß ich nicht. Aber liefern können wir ihn schon mal. Liefern können wir ihn schon mal. Und da schließt er sich. Zweites Gleis geht hier rechts irgendwann rein. Ja, schließt er sich da an. Bauen wir. Braucht noch ein kleines Ausweichsgleis, damit es ein automatisches Signal gibt und die aufeinander warten können. Das würde sonst nicht funktionieren. Und dann können wir hier auch nochmal einen Zug draufsetzen, der das schon mal liefert. So richtig viel liefert er jetzt noch nicht, aber es wird natürlich ein bisschen mehr werden, wenn wir dann dort das Ganze auch nach Osijek weiterführen. PM4D bestätigen. Ab geht die wilde Fahrt. Sehr schön. Ja, der wird voll beliefern. Dann gucken wir mal hier. Binden dich mit dir hier hinten.
Bin hier runter. Auf 4 Grad Steigung. Und schaffen hier eine relativ günstige Strecke. 2 Grad Steigung, 5 Grad Steigung. Soll ich hier auf 3 Grad vielleicht gehen? Drei, zwei, drei. Da haben wir nur 3 Grad Steigung maximal. Ich glaube, das ist okay für 400.000. Das sollte okay sein. Hier gibt es ja auch sonst niemand, der fährt. Hier haben wir dann schön das Parallelgleis. Ja, bauen wir. Hier gehen wir schon mal rein. Und dann läuft das so. Brauchen gleich noch Versorgungstürme und so ein Quatsch. Und hier das Lager. Ich glaube, das ist schon mal ganz gut. Also, wir gehen von Osijek nach Novi Sad in der Mixroute. Das heißt, es wird hier so eine TAF werden, die alles beliefert. Auf geht die Wedefahrt. Okay, und dann brauchen wir hier noch ein Lager, damit Honig und Getreide und Trauben auch übergeliefert wird. Und dann wird nicht nur diese Route hier profitabler, sondern auch diese Route und diese Route hier drüben. Dafür brauchen wir hier dann ein Lager. 190.000 ist eine Investition, aber ich glaube, die wird sich lohnen. So. Und im Lager werden Trauben, Getreide und Honig gelagert. So, wunderbar. Du wartest dich. Und nimmst erstmal nur Leute mit. Das reicht aber, das wird schon profitabel sein. Sehr gut. Dann wird nämlich auch Osijek wieder wachsen und die Expressroute hier nach Zagreb wird auch nochmal bestärkt. Sehr gut. Transsilvanien können wir uns gerade nicht leisten. Was wir jetzt machen werden, als nächstes Projekt Keskmet. Klar. Hier wird verbunden mit dem Honig und wird dann den Honig nach Budapest und nach Debrecen weiterleiten, damit das auch klappt mit dem Honig. Mit dem hohen Ziel sollte aber dann funktionieren. Unser Wert hat sich tatsächlich in dieser Folge um über 3 Millionen gesteigert. Das ist gut. Innerhalb von wenigen Monaten. März, April, Mai, so 3 Monate, 3 Millionen. Wenn wir das fortführen könnten, dann könnten wir das schaffen. Die Frage, schaffen wir das, das so fortzuführen? Es wird auf jeden Fall nicht einfach, das kann ich euch sagen. Ja, hier absolut notwendig gewesen, dass wir hier den Vierer Weichenkopf haben. Hier muss auch jemand kurz warten. Ja, fährt jetzt rein. Ist alles noch nicht ideal, können wir später alles noch ein bisschen besser umbauen. Aber für den Anfang läuft es schon mal gut und in Wien und in Pressburg passt es genau. Menschheit will hoch hinaus. Erster Wolkenkratzer errichtet. 1885 mit 42 Metern.
Das passt nicht ganz genau. Die Frage ist, was macht ihr denn hier? Du wirst gewartet. In Wien. Naja, Trauben und so müssen hier gewartet werden, aber die anderen Züge sollen hier nicht... Oh ja, jetzt gibt's Stau. Also Wartung darf hier nicht mehr stattfinden. Komm, wir machen das. Wartungsdepot. Immer machen. Wartungsdepot. Und bitte immer warten. Und dann reißen wir das hier raus. Wir könnten eine Abfertigungshalle bauen. 95.000 würde die Aufenthaltsdauer der Züge verringern. Dass die hier jetzt so staunen, hat sich gerade tatsächlich dadurch ergeben, dass sie gewartet wurden, die Züge. Ich denke, das kriegen wir hier besser hin. Ja, hier wird auch gewartet. Die Frage ist das notwendig? Ja, Röhl Rast. Kann's nicht selber. Nissen kann es nicht selber. Also ja, es ist notwendig. Vorerst. Jetzt bauen wir mal ein paar Versorgungstürme. Du brauchst einen. Du brauchst einen. Da bekommen wir die Kosten erstattet. Ja, damit haben wir alles. Ich will mal ganz kurz wissen, was kostet uns Salz? Wenn wir hier eine Route setzen. Ganz grob nur. Nicht viel. Wollen wir Salz noch anschließen hier oben? Wie sieht es in den Lagern aus? Voll. Hier unten. Leer. Ja. Also, ihr könntet sicherlich noch mal einen Zug gebrauchen, aber nur nach Pressburg, glaube ich. Das ist Fleisch, das Brot und die Trauben. Getreide, Holz und Wein ist nicht ganz so viel. Wobei eigentlich auch noch eine Menge. Ja, die werden auf jeden Fall alle voll beladen hier. Laden sich schon voll. Da geht warten, klar. Müssen wir mal überlegen. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal ans Salz. Oder? Ja, wir gehen ans Salz. Zack, eine Luxusressource. Muss auch mal sein. Machen wir einspurig. Und schalten die Höhenlinien an. Jetzt hier auf diese Höhenlinie. Die verlassen wir schon, aber nur auf diese Linie hier.
Das lässt die Maximalgeschwindigkeit nicht zu. Okay, alles klar, dann können wir dich auch löschen. Gut, dann werden wir die Höhen mal kurz anpassen. Schön hoch rutschen. Da müssen wir ordentlich hochgehen. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu hoch gehen, weil sonst passiert hier gleich eine Brücke. Okay, also wir gehen hier raus mit Maximalgeschwindigkeit und 0% Steigung. Gehen weiter mit 0% und Maximalgeschwindigkeit. Gehen hier auf 4%. Können wir nicht senken. Bräuchten wir einen Tunnel für. Gehen also auf 4%. Gehen hier rüber auf 2%. Jetzt wollen wir uns das Ganze mal anschauen, ob das gut aussieht. 150.000 ist auch ein guter Preis. Aber fräsen uns hier schon gut durch. Hier wiederum kaum Erdarbeiten. Ja, kann man machen. Machen wir auch. Hier hinten brauchen wir wieder ein Parallelgleis, damit gewartet wird. Zack. Und so. Hier wird ja eh gewartet, weil wir hier uns ein Gleis teilen mit dem Vollzug. Und dann kann eine neue Linie von Hermann Stopp bis nach Pressburg gehen. Und das Ganze ist Cargo Salz nach Pressburg. Da haben wir eine PLM 4D rauf und ab geht die Fahrt. Wie viel Salz brauchen wir? Eins sogar, wow. Ja, für den Fall, dass noch Salz übrig bleibt. Nur für den Fall. Liefern wir es natürlich auch nach Wien. Können ja mal schauen, wie viel... Also, wir brauchen zwei Salz in Pressburg und Wien. Schauen uns jetzt den Kollegen mal an. Wie lange fährt der denn so? Wissen wir noch nicht. Ich würde sagen, der fährt mindestens einen Monat. Das heißt, wir liefern, also wenn er einen Monat fahren würde, wieder positive Veränderung, wenn er einen Monat fahren würde, dann würde er genau zwei Salz liefern. Der wird da ein bisschen länger fahren, oder? Also der Vollzug, der fährt 24 Tage, der wird länger fahren als einen Monat. Ja, es wird sich ungefähr so ausgehen, dass Pressburg auf jeden Fall bedient wird und Wien ab und zu ein bisschen Salz bekommt. Das ist okay. Eine super lange Strecke haben wir aber relativ günstig hinbekommen. Und das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Sehr gut. Also als nächstes, wie gesagt, Keskemet anschließen an den Honig, an die anderen Waren und dann nach Budapest und Debrecen wird das dann ordentlich geliefert alles. Ja, das ist gut. Wir gucken nochmal in die Forschung rein. Mehr Geld fürs Ersetzen von Zügen. Weniger Kosten für Fortbildung. Denn ich würde ganz gerne mal Züge ersetzen. Und zwar würde ich gerne alle Frachtrouten mit der PLM 4D austauschen. Und das ist hier diese Klasse F, die wir dreimal ersetzen müssen. Mit der PLM 4D, das machen wir mal. Ich glaube, das sind sogar nur die Getreidezüge, oder? Nee, Getreide haben wir nur zwei. Irgendwann haben wir noch Klasse F gehabt. Sehr schön. Hier ist eine hohe Steigung. Was den Viehzug verlangsamt, wird uns gesagt. Das schauen wir uns an.
Zug zentrieren. Und dann fahr mal los, mein Freund. Wir gucken uns das mal an. Warte natürlich, bis du voll beladen bist. Nur dann macht es wirklich Sinn, sich das anzuschauen. Jetzt wirst du gewartet. Sehr gut. Und jetzt nimmst du Vieh mit. Und zwar ohne Ende. Wir haben einen guten Gewinn. Wir haben einen guten Gewinn. Sind auf einem guten Weg, meine Lieben. Ihr habt es gesehen. Unser Quartalsbericht hat sich immer verbessert. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass er super langsam fährt. Also wir lassen das so, wie es ist. Keskmet, mein Freund. Er wird sich vorerst auch nicht mit Novi Sad verbinden. Hier kommt irgendwann der Expressbahnhof hin. Hier bauen wir aber erstmal den normalen Bahnhof, wo sicherlich auch am Anfang Mixzüge entstehen werden. Und verbinden das schon mal mit Honig. 172.000, 0% Steigung, Maximalgeschwindigkeit. Damit kann ich leben. Und dann bauen wir hier noch ein Parallelgleis hin. Ja. Wieder sehr schnell. ...114 km/h. Damit die auf sich warten, die Züge. Dieser Honigzug, das nämlich auch. Damit wir Signale haben. Sehr schön. Und dann schicken wir doch schon mal den ersten Zug von Honig nach Keskmet. Das hier wird C-Honig nach Keskmet. Ich weiß nicht, wie ich diesen Apostroph beim E mache. Das ist mir aber auch egal. Wir setzen die PLM4D drauf und ab geht die Fahrt. Von hier aus wird dann die große Show stattfinden. Debrecen. Du gönnst dir ein Drittgleis. Ich würde sagen, ja, oder? Könnten wir Vieh und Oliven so führen. Noch die Wolle. Und mit dem Drittgleis nach Keskmet. Kostet 100.000 extra. Ist teuer. Keskmet geht auf 1 und 2 hier raus. 3 und 4. 1 und 2, 3, 4, 5, 6... Ich würde mit Keskmet, glaube ich, auch gerne auf der 5 starten. 1 und 2 für diesen Quatsch, 3 und 4 für diesen Stadtquatsch. Und dann auf der 5 für die Osterweiterung. Aber das ist natürlich super teuer, wenn ich das hier wirklich durchziehen wollen würde. 5, 6 würde dann rechts laufen. Da müssten wir hier sogar auf die 4 gehen. Kosten allein die Bahnhofsgleise 350.000. Das ist mir ein bisschen zu teuer. Wir machen das vorerst primitiver. Müssen das dann später nochmal umlegen. Wir müssen das später nochmal umlegen. Kriegen wir aber hin.
Ja, wir bauen das später nochmal um. Jetzt für den Anfang legen wir das so auf Gleis 1 jeweils. Haben wir schon mal eine Verbindung nach Debrecen. Na komm schon. Brauchen ein bisschen Geld. Bauen wir. Brauchen dann aber auch wieder Ausweichgleise, damit Signale entstehen, die den Leuten sagen, hey, du musst stehen bleiben, weil wir dasselbe Gleis benutzen. Ich glaube, wenn wir ihn führen, sind wir ein bisschen schneller. Das wird auch so gewesen sein. So sind wir nämlich echt schnell. So. Und das machen wir hier hinten auch schon mal, denn ich will ja auch in Depressen ein paar weitere Linien anschließen. Deswegen machen wir das hier vorsorglich auch schon mal. So. Perfekt. Wir brauchen noch einen Versorgungsturm für den Honiglieferanten. Und wir haben schon ein bisschen Honig beliefert. Wird aber nicht angezeigt. 0 von 100 steht da. 16 Millionen, sehr stark. 0 von 100. Oder ist das deine erste Route, weil wir auf Pause waren? Kann sein, dass es die erste Route war. Okay. Wenn wir gleich das Geld haben, kommt hier eine Mixroute drauf. Die Pressen und Keskemet. Das kriegen wir alles hin. So. Wir haben jetzt das Geld. Keskemet nach die Pressen kommt ein Zug. Und zwar eine Mixlok. Ganz genau die TAF. Bestätigen. Wartung wäre bei Honig gut. Wie viel nimmt er eigentlich mit? Nicht so super viel. Wir warten hier aber auch noch nicht. Gehen hier erstmal in die Lagerhalle rein. 196.000. Und schauen, ob hier geliefert wurde. Ja, 8 von 100. Sehr gut. 16. Wir haben genau die Hälfte geschafft, haben aber nur noch ein Jahr. Oh Gott. Also wir haben heute gestartet mit 5 Millionen. Mit 11 Millionen. Das heißt, wir haben 5 Millionen heute geschafft. Wenn wir jetzt mal ganz kurz überlegen. Also wir haben gestartet, ich glaube im Februar. März, April, Mai, Juni, Juli, August sind 6 Monate. In 6 Monaten haben wir 5 Millionen an Wert gesteigert. Das ist super stark. Haben jetzt noch, sagen wir mal, September, Oktober, November, Dezember plus ein Jahr, also 16 Monate. Wenn wir jedes Jahr so weitermachen wie bisher, dann schaffen wir es ungefähr auf 32 Millionen. Das wird jetzt wirklich echt eine enge Kiste. Das wird echt eine enge Kiste. Ob das was wird? Ich glaube, wir bauen an den, hier an diesen Zulieferungsbahnhöfen bauen wir das. So, du kannst kein Honig mehr liefern. Wir könnten das auch so machen, dass wir dich löschen. Und die Linie, die wir hier eingerichtet haben, der hat ja jetzt auch nicht mehr so viel zu liefern. Der wird dann auch nur wie satt beliefern mit Honig. Aber hier nimmt er nichts mit.
Kerskimet nimmt da auch nichts mit. Weil sonst fängt er an, irgendwie Personen hoch und runter zu schiffen. Oder andere Waren, die ich nicht mitnehmen möchte. Okay. Dann sollten wir das auch relativ effizient haben. Gewartet wirst du trotzdem hier. Zwar immer, wenn du hier ankommst. Und wenn Novisat einen Wartungsbahnhof, ja. Trotzdem machst du das. Und in Keskemet können wir jetzt... Boah, hier sind auch wirklich große Oschis mittlerweile. Schaut euch das an. Jawohl, das sind doch die Hochhäuser, von denen gesprochen wird. Schön. Hier werden wir jetzt ein Lagerhaus errichten. Zack. Und dann lagern wir schon mal ein, aber das wird sich noch erweitern, schon mal den Honig. Damit der Honig, nämlich auch der hier in Debrecen gebraucht wird, hier gelagert wird. Mit Budapest machen wir es genauso. Und dann machen wir es auch mit Fleisch, was rübergeht und so weiter und so fort. Das hier wird ein Hauptumschlagsplatz. Und die Hauptumschlagsplätze, die sind auch immer sehr, sehr gut dabei zu wachsen. Das ist gut. Das ist gut. Das hier wird eine wilde Fahrt. Die 2 Millionen wiederum, die wir in 7 Jahren erreichen müssen, wird super einfach sein. Honig kriegen wir hin. 156 Ladungen Brot kriegen wir hin, wenn wir das aufkaufen, klar. 7 Städte mit Expressstatus, super einfach, werden wir hinbekommen. 50 Städte. Die 50 Bahnhöfe außerhalb von Städten anschließen. In 11 Jahren ist auch einfach, hier das 10-fache an Einnahmen durch Passagiere machen, wird auch in Ordnung sein, das und aufkaufen auch. Also wir haben gerade hier am Anfang super schwierige Sachen, also hier transportiere 2000 Passagiere von Craiova nach Pitești, die fast unmöglich. Das hier super schwer, Honig noch eine kleine Herausforderung. Brot, nochmal eine kleine Herausforderung und dann wird's einfach. Dann wird's einfach nach hinten raus. Ich freue mich, dass ich es einfach habe, da ihr mich so sehr unterstützt. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr auch das nächste Mal da sein werdet. Ich freue mich schon drauf. Und dann beende ich jetzt einmal die Folge und freue mich auf die nächste schon.